Los, ihr Sechsen, kommt zu Papi. Kacke! Ha, 20 Urins für den Opa. Guck mal, er ist aufgewacht. Du Irrer, geh da nicht rein. Ach, Klappe, der ist doch gefesselt. Er tut schon nichts. Oder, Meister Geralt? Würfel nochmal. Wieso? Die Würfel haben sich nicht bewegt. Ach, ich bescheiße. Nimm das zurück. Guck, er ist aufgewacht. Monsterjäger. Man sehe und staune. Ein gewöhnlicher Drecksack. Es heißt, Hexer hätte man als Waisen in Hinterhöflein gesammelt. Und dann mit ihnen rumexperimentiert. Und zur Sonnenwende treiben sie es mit den Hexen. Darum auch dieser teuflische Blick? Genug. Losbinden und ins Vernehmungszimmer bringen. Dachte, du wärst tot. Ich bin nicht so leicht zu töten. Man hat uns noch nicht vorgestellt. Vernon Roche. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen zurück zum Prolog von The Witcher 2 Assassins of Kings. Ja, wir sind hier scheinbar mitten im Kerker und sollen jetzt hier verhört werden. Und... Nö. Fick dich. Wie schroff. Nach all unseren Abenteuern. Damals standen wir auf derselben Seite. Heute sitzen wir uns gegenüber. Das könntest du ändern. Soll ich mich auf deinen Schoß setzen? Wes! Mach ihn los!
Erzähl mir alles, die ganze Erstürmung, was in der Einsiedelei passiert ist. Und wenn ich mich weigere? Dann klopfe ich dich weich. Ich mache meine Arbeit schon lange und bin sehr gut darin. Du als Hexer verträgst ja einiges. Verlass dich drauf. Im Zweifel landest du eben wieder in der Zelle. Und morgen kastrieren sie dich öffentlich, häuten dich und knüpfen dich auf. So einfach? Weswegen denn? Für Temerien. Zu viel der Ehre. Wo darf ich anfangen? Es war ein langer Tag. Erzähl mir das Wichtigste. Ja, wo fangen wir denn an? Wir haben uns beim Tempel getrennt. Der Beginn, ja, fangen wir einfach oben an. Der König hat mich heute Morgen zu sich rufen lassen. Dass das klar ist. Ich war der Letzte, der diese Schlacht wollte. Aber zu Foltest sagt man nicht nein. Hexer, bist du wach? Seine Majestät, der König von Temerien, Ponta, Mahakam und Sodden, oberster Protektor von Brugge, befiehlt Meister Geralt, bei ihm zu erscheinen. Sag ihm, ich werde gleich da sein. Ich bedauere, an einem so schönen Morgen zu stören, aber der König... Wir haben es gehört. Schönen Tag noch, Herrin. Hexer? Ja, dann kann ich genug sehen. Idiotischer Krieg. Der Morgen hätte so schön sein können. Ein Krieg kann doch nicht idiotisch sein, wenn dein König ihn führt. Gescheite Kriege gibt es nicht und ein Streit zwischen Geliebten wegen dem Menschensterben. Den Wald haben sie abgeholzt. Sie plündern die Dörfer. Bald töten sie sich wohl gegenseitig. Warum? Weil Foltest sich mit der Mutter seiner Bankerte überworfen hat. Dieser Krieg ist idiotisch, Triss. Die Kinder sind nicht legitim, aber doch königlichen Blutes. Die Lavalettes sind ein altes temerisches Geschlecht, das reicht völlig, um nach dem Thron zu trachten. Es hat schon ganz andere Bewerber gegeben. Auch das ändert nichts daran, dass... Ich weiß. Foltest und die übrigen sind nicht der Inbegriff von Intelligenz und Manieren. Aber Könige, bessere haben wir nun mal nicht. Deswegen beschütze ich Foltest, wenn es sein muss. Aber wenn die Burg fällt, gehen wir. Hast du wieder von der wilden Jagd geträumt? Mhm. Dieser Traum, die Speer wollen einen Drachen gesichtet haben, hast du etwas über den Attentäter erfahren? Dieser Traum. Ich glaube, der Traum ist wichtig. Wie ich atemlos durch den Wald stürze und die Wilde jagt. Das sind meine letzten Erinnerungen. Ich erwache und untersuche den Traum sofort auf Anhaltspunkte. Auf Hinweise. Irgendwas, was mein Gedächtnis zurückbringt. Träume können sehr mächtig sein. Manche sagen, sie könnten sogar die Wirklichkeit formen. Die Leute behaupten alles Mögliche. Leider vor allem Unsinn. Wir werden es erfahren. Ich bin sicher. Die Späher wollen einen Drachen gesichtet haben. Ein Späher schwört übrigens Stein und Bein am Fluss, einen Drachen gesehen zu haben. Er will auf einen Vortrupp der Skoyatel gestoßen sein, der ihm fast das Licht ausgeblasen hätte. Aber dann sei ein Drache herangeflogen, sodass die Elfen sich zu Boden warfen und den Späher türmen ließen. Ein Drache mitten in der zivilisierten Welt? Geralt, außerdem jagen Hexer doch keine Drachen. Oder hat sich das geändert? Nein. Und du hast recht, hier gibt es wohl kaum echte Drachen. Vielleicht war es ein Gabelschwanz oder ein Schleimling, ein ausgewachsener Wyvern.
An der Geschichte stimmt wohl nur, dass der Späher den Elfen entkommen ist. Wie war denn die Sektion dieses verhinderten Königsmörders? Fürchterlich. Seit du ihn getötet hast, ist schon über ein Monat vergangen. Die Leute des Königs wollten die Sektion allein durchführen. Ein Haufen von Laien. Was sie da herangekarrt hatten, konnte man schwerlich einen Leichnam nennen. Der König traut niemandem. Konntest du etwas erfahren? Das Alter konnte ich nicht mehr feststellen, aber vermutlich hat er im Dunkeln so gut gesehen wie du. Er hatte Katzenpupillen. Du meinst, dieser Mörder, der sich an sämtlichen Wachen vorbeigestohlen hat und um ein Haar den König und mich umgebracht hätte, war ein Hexer? Ich teile dir nur die Ergebnisse der Sektion mit. Ich habe diese pikante Neuigkeit für mich behalten und werde das auch weiterhin tun. Mir ist schon klar, was sie für dich bedeuten kann. Jetzt magst du sein Beschützer und königlicher Hexer sein, aber Herrengunst, Nebeldunst. Schöner Spruch. Aber jetzt ist es Zeit zu gehen. Es ist Zeit, sich mit diesem Lüstling von einem König und seinem idiotischen Krieg zu befassen. Ich komme später zu euch. Das will ich doch mal schwer hoffen hier, Triss. Die hübsche Triss. Okay, wir sollen zu König Voltest gehen. Alter, ist das geil hier. Willkommen im Prolog von The Witcher 2. Dieser Abschnitt des Spiels macht dich mit der Geschichte, deren Hintergrund und den grundlegenden Spielmechanismen vertraut. Das ist schon eine verdammt geile Aussicht. Wahnsinn. Okay, jetzt können wir das mal schnell ausprobieren. Wir hatten doch hier Quest Königswille. Okay, ist ausgewählt im Kerker. Die Königsmörder. Okay, da haben wir vorhin scheinbar abgebrochen. Und hier sollen wir zu... Ja, wir machen jetzt mal das hier fertig. Da ist scheinbar, wie wir vorhin diese Auswahl der Antwort oder der getroffen haben, sind wir scheinbar in diesen Geschichtsstrang reingesprungen oder so. Speichern des Spielfortschritts. Hin und wieder werden deine Spielfortschritte automatisch gespeichert. Achso, hier können wir speichern. Das ist gut zu wissen. Aber jetzt kriegen nur, was sie verdienen. Ich hasse diese Verhältnisse. Oh, sieh mal da, Kleiner. Ein Hexer. Geralt von Riva dürfte Ahnung von Amuletten haben. Herr Hexer, eine Frage, wenn es recht ist. Das... Doch, das Spiel überzeugt mich, muss ich sagen. Okay, so rum komme ich nicht. Na, müssen wir wohl hier lang. Gegenstände verwenden. Willst du einen interaktiven Gegenstand verwenden, stell dich davor und drück die entsprechende Taste. Können wir hier denn einen Gegenstand verwenden? Kräuter sammeln. Machen wir. Ah, wir hatten doch noch den Hexersinn irgendwo. Ah. Tritt ihnen in die Asche, Geralt. Natürlich. Ich dachte, da könnten wir die Kisten öffnen, aber wir konnten scheinbar nur mit dem einen werten Herrn reden. Ja. Er wartet beim Turm. Ja. Du siehst schlecht aus. Ist alles in Ordnung? Was für ein Tag für eine Schlacht. Sei unbesorgt, Gesandter. Wir sind hier nicht in Reichweite der Schützen. Da. Ganz offen, Majestät. Ich bin eher ein Mann des Wortgefechts mit Zunge und Feder. Ich als Friedensbote... Geil. Potzblitz, du? Abgesandter der weißen Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt? Des Kaisers von Nilfgaard, der über ein Dutzend freier... Okay. Endlich! Die Verräter des Königreiches machen schon den Teer in den Töpfen heiß und du schwatzt mit der königlichen Ratgeberin. Wie kann ich euch helfen, Majestät? Wir stürmen. Da will ich dich bei mir haben. Folgt mir, ihr Herren. Wir wollen unsere Verräter nicht warten lassen. Sir, Sie sagten, wir wären außer Reichweite. Das war eine Balliste, Gesandter. Wurfarm mit erzenen Federplatten und Rosshaarsehnen. Die kann schwere Geschosse 2000 Schritt weit schleudern. Eine tödliche und sehr wertvolle Waffe. Erfahrene Besatzungen schaffen 2 Schuss pro Minute.
Aber das Ding hat eine Schwäche. Majestät, begibt euch in Deckung. Der Wurfarm erzeugt einen solch gewaltigen Rückstoß, dass er die Balliste verschiebt. Man kann nicht zweimal dieselbe Stelle treffen. Euer Majestät, verstehen sich auf militärische Ingenieurskunst? Oh nein. Ich schenkte die Balliste vor 2 Jahren der Baron. Zum Geburtstag. Was hältst du von Leuten, die derartige Wunden überleben, Gesandter? Was hält die Majestät von Soldaten, die solche Wunden schlagen? Von denen, die das taten, lebt keiner mehr. Meister Geralt, ich würde gern ein Wort wechseln, sobald der Schlachtenlärm verhallt ist. Verzeih, Exzellenz, aber ich will den Königshof so rasch wie möglich verlassen. Darf man fragen, warum? Man hält mich für jemanden, der ich nicht bin. Wie nennt man dich, Soldat? Warte. Du warst doch mit mir vor Brenna und im Pontarfeldzug. Norman Sardor. Immer noch Schütze? Ja, Sir. Das Schicksal ist nicht mein Freund. Norman Sardor, für deine langjährigen Dienste für die Krone ernenne ich dich zum Zehnschaftsführer der Schützen. Weiter, ihr Herren. Keine Zeit zu trödeln. Okay, das Königswille. Volk, Wolgekönig Fontes. Verzeiht meine kühne Frage, Majestät. Aber ich bin gezwungen, sie zu stellen. Welches Schicksal harrt der königlichen Bankerte, wenn... Das sind keine Bankerte, das sind meine Kinder! Höre ich noch einmal das Wort Bankert, gibt es ein Unglück! Eure Vergebung, allergnädigster Herr, aber das Erbrecht ist da außerordentlich präzise. Erbrecht, Erbrecht, das kann mir mal durch die Kimme rutschen. Wenn es sein muss, ändere ich's einfach. Kommt ja nicht in Frage, dass eine Bande aufmüpfiger Barone meine Kinder als Standarten benutzt. Euer Majestät haben ja vollkommen... Ada lebt nicht mehr. Ich habe keine anderen Kinder. Ich verstehe. Diese Unterredung ist beendet, Gesandter. Kehr in dein Zelt zurück. Schwarzharden vor der Schlacht im Feldlager. So weit ist es schon gekommen? Ich möchte seine fetten Schädel in einem Sack an den Tisch. Matris Merigold hat mir geraten, höflich und geduldig zu sein. Das war ich. Natürlich. Er ist der König, da können wir nicht anders. Mehr war nicht drin. Ha! Ich wusste doch, dass du einer der Unsrigen bist. Was die Leute reden, schert mich einen Rattenschiss. Wie bei Ada. Gibt es was Neues über den verhinderten Mörder? Ich weiß nichts. Nichts Neues, Majestät. Ein ganzer Monat ist schon verstrichen, aber wir wissen kaum mehr als zu Beginn. Diese ganze Untersuchung führt zu nichts. Meine Leute haben auch nicht viel erfahren. Aber wir finden die Schuldigen, das ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Schlacht. Bleib bei mir. Später kannst du deiner Wege gehen. Danke, Majestät. Wohin schießt ihr denn, ihr Trottel? Soldat, ein Fernrohr! Was ist denn da los? Oje, Graf Edgeworth! Hier, Hexer! Zielt auf den mit dem roten Helmbusch! Vor knapp 6 Monaten schwor er mir ewige Treue. Komm schon! Wie viel höher? Wie viel höher? Wo ist denn der überhaupt? Soll das das Ding hier sein? Zweieinhalb. Mal gucken, was passiert. Ja. Schade. Haben wir ihn erwischt? Weggeduckt. Verdammt! Den greifen wir uns auf der Mauer. Mir nach, Hexer! Okay, schade. Ich glaube, wir hätten ein bisschen tiefer zielen müssen. Aber jetzt geht's auf die Mauer. Thank you.
Weißt du, Hexer, ich würde Luisa verzeihen, wenn sie vor ihrem König niederkniet. Sehr großmütig. Du spottest. Einerlei. Ich bin sicher, dass Luisa ihren Fehler einsieht. Und außerdem brauchen die Kinder ihre Mutter. Ich kann nicht ganz folgen. Ach, Hex, das ist doch ganz einfach. Luisa und ich hatten nur eine kleine Krise. Sie wollte Dinge von mir, die ich ihr nicht geben konnte. Ich trau dir zu. Vermutlich. Gleich kamen Leute wie Etcheverry gerannt. So edel, so einfühlsam. Steckten ihr, der böse König wolle ihr die Kinder nehmen. Sie könnten sie schützen, vielleicht auf den Thron setzen. Die Baronin ließ sich beschwatzen. Jede Mutter täte das. Natürlich ging es den Herren nur um ihre eigenen Privilegien und die Schwächung der Krone. Blut und Dreck und graue Zeiten. Für den König sollen wir streiten. Doch mir fehlt ein Weiberschoß. Cooler Song. Brauch ich dort den Tintel ein. Kann nicht endlich fröhlich sein. Ja, ja. Ist klar. Ein Pinsel einsetzen. Oh. Okay, wir sind oben los angekommen. Euch, Soldaten! Verdammt und eins, wohin ziehen wir? In den Kampf! Verdammt und eins, wofür kämpfen wir? Für den Sieg! Verdammt richtig, los! Ja. Achtung, wir sind fast da. Alle Mann an die Waffen. Jawohl. Zu Befehl. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Dieser Turm okay. War eine miserable Idee. Er sollte die Moral der Aufständischen brechen. Diese Adelsfuzzis kamen her, um ein bisschen auf den Mauern zu wandeln. Sterben durften die Soldaten für sie. Elendig im Straßendreck unter ihnen. Wenn mich der Dienst in der Armee irgendwas gelehrt hat, dann das. Ob Schlacht oder Ball. Die Edelgeborenen haben die vornehmsten Plätze und die besten Kleider. Doch Schluss mit dem Geplänkel, Hexer. Fahr fort. Ja, dann fahren wir mit dem Beginn der Erstürmung natürlich selbstverständlich zuerst fort. Zuerst lief alles glatt. Dann stießen wir auf Arjan Lavalette. So, schauen wir mal, was wir im Tutorial gelernt haben. Stürmt das Tor zu der Insel in der Mitte! Ein guter Tag zum Töten, Eure Majestät! Mir nach, meine Herren! Für Temerien! Lord Swan, eure Leute kommen mit mir! Wir müssen Arjan Lavalette schnappen und so die Moral der Verteidiger brechen! Zu Befehl! Geralt, meine Herren, mir nach! Die Ehre ruft! Zieht euch zurück, verdammt! Ich verbiete euch zu sterben, verstanden? Die Schweinehunde sind gut postiert. Ja, das sind sie in der Tat. Wenn es so weitergeht, knallen die uns wie die Enten ab. Hast du eine Idee? Die Balliste wird das Problem lösen. Okay, die Bewacher der Balliste besiegen. Wie komme ich da runter?
kann mich ja hier nicht einfach fallen lassen, oder? Das wäre ziemlicher Nonsens. Ah, okay. Hier geht's runter. Oh. Kann ich hier springen? Ah ja, okay. So, Freunde. Wirken von Zeichen. Ach so, ja, das weiß ich ja. Tötet den Hexer! Nieder mit der Tyrannei! Oh, verdammt. Ja, schade. Vielleicht hätten wir auch zwischendurch mal speichern sollen. Gucken wir mal, wo das letzte Save Game war. Alles klar. Ich überspringe das mal. Okay, dann machen wir die hier halt auch nochmal platt. So. Der Tod für Temerien ist ein guter Tod! Lord Zeuxen, stürmt das Tor zu der Insel in der Mitte! Ein guter Tag zum Töten! Mir nach, meine Herren! Für Temerien!